even get to cross. Hey, hey, Freunde, was geht? Hier ist euer Rap Marek. Und ich werde euch heute zeigen, wie ihr dieses größte Flugzeug bei GTA fliegen könnt. Und zwar müsst ihr euch die Mission runterladen, die natürlich in der Videobeschreibung ist. Und das ist ein ganzes Deathmatch. Und ich kann euch vorweg sagen, es gibt nur eins von den großen Flugzeug. Deshalb solltet ihr, ihr braucht aber auf jeden Fall einen Kollegen, nicht nur um diese Mission zu starten, sondern auch um das Flugzeug reinzukommen. Und ja, ihr könnt natürlich nicht über Headset da reden, das ist ja Logo. Deshalb solltet ihr vielleicht Teamspeak oder sonst was, irgendwie eine Möglichkeit, dass ihr das irgendwie absprecht. Weil, ja, das Ganze halt nur mit einem Kollegen geht. Und ja, ihr habt aber nicht nur dieses große Flugzeug, ihr habt noch mehr an Fahrzeuge. Und ja, die machen total Spaß. Vor allen Dingen, das sind so ganz so von dieser Schneemap total geil. Sage ich euch, macht Spaß. Nicht nur mit dem Flugzeug. Ihr seht jetzt hier erstmal, ich zeige euch jetzt erstmal, was alles an an Fahrzeugen da sind. Ihr seht, in Schnee ist drauf, Schneeketten sind drauf. Und ja, halt alles da. Kann man auf jeden Fall voll viel Fun mitmachen und viel Scheiß bauen oder sonst was, was ihr da halt machen möchtet. Und ich denke mal, ja, das gefällt euch schon an sich so bestimmt. Ja, ihr seht ja schon da hinten dieses riesige Flugzeug. Und genau da wollen wir rein. Ja, das Ganze ist so ein bisschen verbuggt, um da reinzukommen. Deswegen, es funktioniert aber 100%. Ich habe es aber heute schon ausprobiert. Ja, erstmal, ihr müsst ein bisschen näher ran und dann halt auf Dreieck drücken, dass er so automatisch läuft wie ich. Ihr müsst nichts drücken, nur einmal Dreieck, dass ihr da ranläuft. Ihr müsst so ein bisschen rumfuchsen, euch irgendwo anders hinstellen und immer ständig Dreieck drücken. Und wenn ihr das gemacht habt, paar Sekunden, dann müsst euer Kumpel kommen und Dreieck drücken und dann gegenlaufen. Also, das sieht aus seiner Sicht aus, als ob ihr nicht laufen würdet. Macht nichts, ihr könnt sozusagen laufen. Das sieht aus eurer Sicht so aus, als ob ihr laufen könntet. Und das ist genau richtig so. Und wenn er dann da ein paar Sekunden dann auch dran ist, habt ihr eben gesehen, dann spawnt ihr dann automatisch in dieses Flugzeug rein. Und wichtig ist, wenn ihr damit fliegen wollt, solltet ihr als allererstes rein. Und also erst allererstes ran. Dreieck drücken, irgendwo aus irgendeiner Position, einmal Dreieck drücken, dass er automatisch dagegen läuft, wie eben gerade. Und dann gibt ihr euren Kollegen Bescheid, dass er sozusagen gegenläuft. Und dann muss euer Kollege das gleiche auch machen, dass er da automatisch dagegen läuft mit Dreieck. Und dann sollte das eigentlich soweit geklappt haben, dann solltet ihr auch in dieses Fahrzeug reinspawnen. Ihr könnt natürlich aber auch aussteigen aus dem Flugzeug, das ist nicht das Problem. Auf jeden Fall macht das Spaß und ja, natürlich lasst ein Like da und ein Abo und vieles mehr. Ja, das hat mich jetzt gefreut, dass ihr dabei wart und haut rein, ciao! One, two, three.